Der deutsche Wohnimmobilienmarkt hat die Corona-Krise entgegen vieler Befürchtungen bislang gut überstanden. Damit blieb das Segment ein stabiler Anker im Portfolio vieler Anleger. Trotz dem jüngsten Erfolg lohnt dennoch ein Seitenblick auf andere Anlageklassen, um zukünftig richtig aufgestellt zu sein. Damit herzlich willkommen zum heutigen Research Direkt. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden hat durch die Corona-Krise noch einmal einen Schub erfahren. Denn mehr Zeit zu Hause, beispielsweise durch Homeoffice, sorgt für höhere Ansprüche an Wohnraum und dessen Qualität. Vor allem selbstgenutztes Wohneigentum ist seit Anfang 2020 wieder stärker gefragt, mit der Folge steigender Preiszuwächse. Doch wirkt die Corona-Krise weniger als Strukturbruch, denn vielmehr als Beschleuniger bereits vor der Krise bestehender Trends. Insbesondere die Preisaufholung außerhalb der Ballungszentren wie Berlin oder München blieb auch im Corona-Jahr erhalten. Der Trend zum Umzug in die Speckgürtel oder darüber hinaus ist zudem kein rein deutsches Phänomen. Auch in den USA erlebten zuletzt Immobilienmärkte fern der wirtschaftlichen Zentren des Landes den stärksten Auftrieb. Dass der hiesige Immobilienmarkt die Krise so gut gemeistert hat, liegt auch im Spezifischen der jüngsten Krise. Anders als in den vergangenen Krisen liegt die Ursache nämlich nicht im Immobilien- oder Bankensektor begründet. Das reduziert die unmittelbare Betroffenheit. Darüber hinaus waren die Staaten mit Hilfen so schnell zur Stelle wie zuletzt nie. Starke Einkommensverluste und etwaige Kreditausfälle blieben damit begrenzt. Und nicht zuletzt trifft die aktuelle Krise verstärkt Haushalte mit geringerem Einkommen, die selten Hypothekengläubiger sind und die damit dem Markt weniger zusetzten. Doch mit nur langsamer Überwindung der Krise und dem Auslaufen von Hilfen in den nächsten Quartalen bleiben Belastungen wohl nicht vollständig aus. Denn traditionell hinkt die Entwicklung am Immobilienmarkt der Gesamtwirtschaft hinterher. Hinzu kommt, dass im Mietsegment, welches für Immobilieninvestoren von größerer Bedeutung ist, der Preisanstieg auch zuletzt schwächer ausfiel, da die Mietenentwicklung kurz- und langfristig stärker unter den Krisenfolgen zu leiden hat. Die ungleiche Entwicklung der Kauf- und Mietpreise senkt dabei die Attraktivität von Immobilieninvestments auch zukünftig weiter. Denn bereits vor der Corona-Krise fiel die durchschnittliche Mietrendite in den Metropolen oftmals unter die Dividendenrendite von Aktien, erst recht nach Abzug der Nebenkosten. Wer in diesem Umfeld trotzdem investiert, sollte gut informiert und beraten sein. Gleiches gilt aber auch außerhalb der Metropolen, da trotz durchschnittlich höherer Erträge die Risiken hier auch höher sind. Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen in der Region, Strukturwandel und regionale Eingriffe der Politik in den Wohnungsmarkt sind die Stichworte, die es zu beachten gilt. Grundsätzlich gilt zudem nach wie vor, dass alleinig auf Immobilien ausgerichtete Anlagestrategien wenig nachhaltig sind. Der Mix macht es. Vor allem hierzulande wird dies oftmals noch vergessen. Um langfristig ausgewogen, aber auch ertragreich anzulegen, sollte die Corona-Krise daher auch zum Anlass genommen werden, das eigene Portfolio einem Diversifikationscheck zu unterziehen. Damit Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.